Und da sind wir wieder back mit Far Cry 5. Ich hoffe, das ist jetzt schon das Ende von der Trial, weil sie so bescheuert ist. Da er jetzt wieder in der Hand der Kugas ist, bringen wir ihn noch schön in Schuss. Dann können wir ihn zum Auftanken nutzen. Gute Arbeit, Rocky. Bitteschön. Na, die holt uns sowas von zu sich. Diese Trulli. Da ist bestimmt ein Safe da hinten. Boom. Gleich sind wir sowas von am Sack. Guck mal, es verschwimmt schon alles. Wisst ihr aber wie? Also ich meine, es ist so ein bisschen unlogisch. Ich fand es bei dem einen am besten, der uns so Leute. Oh, ihr auch. Ich fand es bei dem einen passender, der uns Leute auf den Hals gehetzt hat, der uns dann angeschossen hat oder die uns angeschossen haben mit solchen Pfeilen. Das hat irgendwie gepasst, aber einfach so weggeholt zu werden, ist bescheuert. Ajo. Naja. Warum auch nicht? Weil wir kamen ja nicht in Berührung damit und diese Triggerung war auch cool mit der Mucke. Egal. Ihh, Stinkeatem. Willkommen in meiner Piss. Ich verstehe das nicht. Hast du gedacht, du kannst einfach weitermachen, was du willst, ohne Konsequenzen? Ich war vernünftig, ich war gerecht. Aber du bist so selbstsüchtig. Du hast jemanden zum Gehen gezwungen, der überhaupt nicht gehen wollte. Nur damit du was sein konntest. Ein Held. Weißt du, was Hybris ist? Arroganz vor den Göttern. Die Griechen glaubten, es wäre gefährlicher Hochmut, der die Göttin Nemesis dazu brachte, die gerechte Strafe zu erteilen. Genau die richtige Karte. Wenn ich gewinne, musst du einen Wappen tragen. Was sagst du? Oh. Straight Flush. Wenn Gewalt die einzige Sprache ist, die du verstehen willst, dann spreche ich diese Sprache. Nein, nein, nein. Don't do this. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt. Und wenn ihr Blut an deinen Händen klebt. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Sehen wir, wie heroisch du dich fühlst. Was machst du denn? Oh, shit. Nicht unseren buttontragenden Boy. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Nee. Aber du hast dich entschieden. Aber du hast dich entschieden. Er hat die Türen geöffnet. Oh oh. Sie sind drin. Ich sagte doch, ich will nicht gehen. No! Alter, diese abgeranzte Snitcherini. Jetzt rasten wir aus. Jetzt ist sie down, das sage ich dem Gude. Ob die auch einen eigenen Bunker hat? Ich kann es bei ihr nicht vorstellen. Bei ihr ist eher so ein Baumhaus. Die Peggys haben den Kontrollraum. Rookie, irgendwer. Wir werden Nein, haltet sie auf. Ich komme ja schon. Aber wir sind zufälligerweise schon direkt da. Guten Morgen, Herr Nachbar. Ja, komm. Ah, shit. Sie haben Earl. His name is Earl. Is his name Earl, maybe? Fuck. Okay, komm. Warte mal, kann ich jemanden mitnehmen? Wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Ich nehme an, ja. Ich nehme an, dass es jetzt nicht geht. Au? Are you retarded? Bye, bye. Ah. Wir haben fast keine Pfeile mehr. Shit. Let's cakey. Okay, wartet. Ich geh hart ran. Ich muss einfach close ran, sonst krieg ich die nicht gebacken. Ich hoffe, du bist in der Nähe, Rookie. Ja, ja. Die verdammten Peggys sind im Gefängnis. Sie haben die Eingänge versperrt. I'm they. Luftschacht auf dem Dach. Such dir einen Weg da hoch und komm von da aus rein. Schnell! Wallhack! Zu Hilfe kommst. Also das ist zu, ne? Genau. Keine Sorge. Deine Freunde sind bei mir sicher. Ja, ja, laber nicht. Wie kommen wir da überhaupt rein? Also ich meine, wie kommen wir da überhaupt hoch? Sie sagt eben noch, wie wir reinkommen.
Da oben müssen wir langkommen. Hallo? Bye, bye. In das Fenster reingedrückt, du Bastard. Was kommt davon, wenn du meine Leute klauscht? Ah, fuck. Habe ich nachgeladen, das Teil? Ja, ne? Geh mit weg, der Ding. Boah, ja, versteck dich, du Sack. Hier sie. Da müsste ich rüber können. Ich glaube, da kann ich drauf springen. Von hier. Wir gucken mal kurz, ob es noch einen anderen Weg da drauf gibt. Ne, sieht nicht so aus. Ich bin jetzt auch gleich einmal im Kreis gelaufen. Okay, wartet mal. Dann versuche ich das dann mal, da drauf zu kommen. Hier lang. Ja. Ha. Ich weiß halt einfach, wie es geht. Ne? Oh nein, ihr habt so viel gesoffen. Kein Wunder, dass ihr es nicht richtig verteidigen könnt. Oh. Halt, stopp. Und wer ist da oben? Noch ein Scharfschütze? Der bekommt jetzt den Headshot des Todes. Oh, du willst. Baba, Bi. Baba. Gut, ich hätte sie vielleicht labern lassen sollen. Ne, wisst ihr, was er bekommt? Der bekommt ein Zäpfchen. Der bekommt ein Zäpfchen. Dreh dich um, kleiner Zäpfchen, Mann. Oh nein, ich. Das ist wie Auto-Aim eben. Das war eben kurz wie Auto-Aim. So. Den Anus, mein Freund, Alter. Ich hab direkt oben auf den drauf gezielt. Jetzt kommt gleich hier so ein Ultratier mitten in diesem Schacht. Du bekommst ein Zäpfchen. Lass uns mal versuchen, das ganze Ding mit Zäpfchen zu machen. Oh. Oh, oh. Also nicht... wie weit wollt ihr mich eigentlich rollen? Hallo. Au, 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 au. Der eine ist noch so ein bisschen alive. Der will den gleich aufheben, glaube ich. Hallo. Hallo. Tja. Ich bin halt auch mit der Schaufel ziemlich am Hasseln. Ja, komm doch her. Komm doch hoch. Bo. Zäpfchen Zeit. Oh, oh, oh. Warte, ich kann euch gerade nicht helfen. Ich muss erstmal ein Zäpfchen holen. Ich brauche alle meine Schäufelchen, sonst kriege ich es nicht gebacken. Da ist noch einer, sehr gut. Und der hier? Komm da runter, du Sack. Okay, vielleicht lassen sie uns laufen. Ich glaube, jetzt sie euch laufen lassen. So, komm her. Komm her. Ich bin am Arsch. Und du? Da ist ja die Ding! Ah ne, das ist die andere, das ist nicht die Trade. Die... Virgil und ja. Den Marshall zugestoßen. Dann ging das Chaos los. Wir haben den Sheriff Rookie. Oh no. Wir haben alle. Wir haben Ärger. Wir müssen los. Das Tor ist verschlossen. Einer der Wichser da draußen hat den Schlüssel. Schnell. Gut. Du arme Verzweifelte. Schnell, bring den Schlüssel her. Jawohl. Oh, ah, ihr seid wieder da. Deine Schildern. Oh, hier ist also auch Stinke in der Luft. Okay. Da sind wir schon voll. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können, was wir mitnehmen können? Na, ich versuche jetzt weiterhin das mit der geilen Schaufel zu machen. Achso. Lächerlich. Ich dachte jetzt echt, wir müssen weiterrennen, ne? Euch solche Mühe gegeben. Wie traurig. Zu wissen, dass alles vergebens war. Oh no. Oh she. Oh nein. 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 In nein. Den Badge reingeschossen. In den Anstecker. Hilf mir! Halt fest drauf! Komm schon, Virgil. Komm. Komm schon. He's deep. Was sie macht. Sie nimmt. Sie zerstört.
Finde sie. Töte sie. Lass sie damit nicht davonkommen. Wird gemacht. Wer pfeift do? Wie? So, Faith, du hast Virgil oder Nigel oder wie heißt gekillt. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie ist. Sie singt hier irgendwie überall. Sie singt immer im Kopf. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Ha. Ich würde solche Ladezeiten, ich glaube, in so einem Moment dann in dem weißen Bild einfach verstecken oder so. Anstatt dann nochmal so eine kleine Zwischensequenz zu machen. Einfach jetzt hier aus dem Ladebildschirm gemacht, weißt du? So. Naja. Sind wir wieder in der Kacke hier. Jetzt siehst du, wozu wir fähig sind. Komm zu mir und ich zeige dir eine Welt, die du nie für möglich gehalten hättest. Aber Faith, wo bist du? Das sieht schon echt cool aus, aber... Oh, halt. Was war denn das? Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung was grace und wird sich in Eden zu uns gesellen. My heart to und wenn du versuchst, ihn and grace my fear relief. Ha, okay. Ich will ihn aber aufhalten. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Oh. Nee. Au. Er hat mich echt gemessert? Shibrishi. Dein Sheriff ist jetzt so dicht dran. So dicht dran, das Wort des Vaters in sein Herz. Alter, was ist mit dir los? Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zuvor. Besser nicht. Du siehst nicht. Oh Gott, Leute. Ich stehe zu nah? Oh Gott. Guck. Du schlägst zu, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Halt die Gosch! Doch kann ich, ich bin super stark bei sowas. Alter, wie war. Was ist jetzt los? Warum kriege ich die gerade aus 8 Kilometer Entfernung angezeigt? Okay, ich muss mich beeilen. Wartet. So treffen sie mich nicht. Lad doch nach! Nein! Oh Gott, verarsch mich nicht! Oh mein Gott. Es ging aber nicht. Es war gegen uns. Ich konnte nicht schnell genug nachladen, um dann alle zu natzen. Verschissen nochmal. Jede Einzelne hat auf uns geballert. Fake. Warum bekomme ich jetzt 2 Kilometer entfernt angezeigt? Da stimmt doch was nicht. Warum kämpfst du gegen uns? Weil ich cool bin. Du siehst doch, was kommt. Der Vater hat es dir gezeigt. Wo bist du denn? Die Welt stürzt in sich zusammen. Sie ist krank und verdorben. Der Vater bietet dir die Chance, loszulassen. Dir keine Sorgen mehr zu machen. Frei zu sein. So, ich muss jeden einzelnen verkackten Klon von ihr fertig machen. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Weil sonst wird es zu krass, wenn sie alle dann gleich schießen können. Du gut, die ist gerade alleine. Aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Okay. Du weißt nicht, was er tun wird. Doch. Bye bye.
Oh, das zählt nicht. Das ist aber frech. Ich kann nichts dafür. Nichts davon ist meine Schuld. Meinst du, ich wollte das? Er hat mich mit Drogen gefügig gemacht. Oh. Mich bedroht. Ich war 17, doch ein Kind. Das ist echt bitter. Frisst die eigentlich gerade? Der Vater sieht, was du tust. Und er erinnert sich. Die frisst voll. Aha. Okay, das weiß ich mit Kiki. Wo chillt sie jetzt rum? Das war's schon. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Sheriff. Du wirst der Held sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Okay. Ich muss immer ganz kurz innerlich schmunzeln, wenn ich denke, wie bescheuert unser Charakter aussieht und dass die Sachen eigentlich so ernst sind und er aussieht wie so ein Hillbilly-Dödel, der seine Schwester irgendwie anfasst. Naja, okay. Ist es jetzt geschafft? Okay. Ich denke, sie ist dann nicht tot, oder? Das war dazu nur die Vorstellung. Ah, das ist ihr Bunker. Oh, sag bloß, wir müssen den komplett. Aber wie ich gesagt habe, ein Baumhaus. Oh mein Gott, bin ich gut, Alter. Sickedalat. Faith Skate. Voll der schöne Bunker, ne? Finde den Sheriff. Hey, Sheriff. Wo sind Sie, Sheriff? Ich habe nicht darum gebeten. Doch, du willst gerettet werden, Sheriff. Ich weiß es genau. Ich wurde auserwählt. Ja, und ich denke, oder ich glaube, dass am Schluss dann nochmal ein riesen Mindfuck kommt, oder? So ein richtig überkrasser Mindfuck, dass wirklich wir die ganze Zeit Joseph waren und so eine Maske getragen haben oder so. Is to sing his praise than when the first begun. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen, Rookie! Der weht sich doch was nicht. Rookie, halt das alles auf! Okay, dann hör auf dich aufzuhängen, okay? Dankeschön. Schnell, Bliss Production muss gestoppt werden. Ja, wer ist denn da drin? Ist das die Tracy?
Ist das der Trüsti? Nee. Wer war denn das? Doch, das war die Tracy, ne? Auch diese riesigen Türen jedes Mal, komm schon. Ich will durchrushen, so wie sonst auch. Bam, und da bin ich drin. Und ich Jahrzehnte da die Scheiße aufziehen. Jawohl, endlich ein gescheiter Bunker. Oh, das war's auch. Aber da hinten ist immer noch die Gülle. Okay, passt auf. Pistol weiter. Pistol Action wird geregelt. So, schön chillig, den ganzen Scheiß hier machen. Ich gehe hoch. Da ist noch einer. So. Unten war noch einer. Ich hab sie gleich alle. Bye bye. Boah, da liegt er rum. Okay, wir haben oben alles genasst. Unten ist noch irgendwo einer, ne? Ne? Warst du schon? Kann sein, dass es das schon war. Ich glaube schon. So, Monsieur, dann retten wir dich mal. Und zwar in einem Zug machen wir jetzt ja alles zu. Wow, das dauert ja ewig. So. Nummer 1 ist geschlossen. Nummer 2. Ist auch geschlossen. Was ist denn das? Was geht da unten ab? Bah! So. Warte. Ah, fuck. Alter, bin ich. Ich bin echt ein Scherz manchmal, ne? Ich will diese verkackten Dinger nehmen. Ich will die blöde Pistole nehmen. Oh. Komm, schnell drehen. Das geht. Komm. Ha! Nummer 3 ist auch fertig. Und hier ist Nummer 4. Bevor die alle kommen, mache ich sie schnell zu. Vielleicht verrecken sie alle im Bliss. Eines ist halt genau in der Mitte, das ist ein bisschen blöd. Alter, wie ich ultra der Schütze bin. So, komm. Nein. Wo kommt denn jetzt alle her? Sag mal. So, jetzt aber. Warnung, ich weiß, ich hab's schon gehört, weißt du, ich mach das. So, Booyah-Shaka. Müssen wir jetzt da oben lang oder wieder zurück? Ich geh mal kurz oben lang. Da war noch eine Tür. Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber nee. Ich muss von hier verschwinden. Wegen dem Bliss kann ich nicht mehr gerade gucken. Dann liegt es an dir, spreng die Bude in die Luft. Ah, er hat sich gerettet. Ja, nice. Wir müssen gar nicht zurück in die Kacke. Sehr schön. Heute eine. Das ist Jesus. Geh mal doch weg. Mach mal die Hand da raus. Ist ja schon gut. Ich hör's. Und wieder so ein Riesentor. Warum auch nicht? Und da hinten kommt direkt das nächste. Ja, okay. Wir haben ja Zeit. Das läuft schon. Nein, Kartoffelbrei, oder? Ah, Mensch, hey. Und da kommen wir wieder in die Blitzregion. Oh shit, da ist ja alles voll. Zerstöre die zentralen Pumpen. Mach mal. Keine Muni! Du hast nur One-Shots mit denen. Bye bye, zentrale Pump. Au, ich hab die Pumps sind alle down, ne? Hallo! Oh, ich wollte doch nur One-Shots machen. Jetzt habe ich einen One-Glover gemacht. Ah, Feuer!
Er ist einfach so krass, der war komplett zugedröhnt, hat weiße Augen gehabt und er sucht nach Überlebenden, sagt er. Und was haben wir letzten Tag erfahren? Wenn man einmal zu viel genommen hat, dann dauert es echt ewig, bis man sich wieder erholt hat. Warte mal kurz, Leute. Hallo? Fuck, ich hing irgendwo fest. One-Clicks, Mann, One-Clicks. Haha, ich hätte ihn verloren. Wartet kurz. Plündern, Geld. I need gold. Time for gold. Ah! It's getting hard in here, so hard. Shit, nee. Wartet kurz. Oh, ich dachte, der kommt von da. One-Click-Zeit ist leider vorbei. Oh, fuck. Alter, er heilt sich schon wieder. Was für ein Dösbattle. Das hatte ich echt nicht vor, dass er das schon wieder macht. Munition brauche ich von euch, danke. Oh, hu. Ach, wir rennen einfach durch. Da kenne ich nichts. Herr Schwender. Oh, eine Tür schon wieder, ja. Also wir haben Faith jetzt echt schon besiegt. Das ist nur noch ihr Bunker und das war's. Dann haben wir die drei Geschwister des Grauens zerfistet. Und dann müsste eigentlich, wie heißt der, Joseph. Joseph folgen. Der alte Köttel. Nix da, viel Glück, Bruder. Wisst ihr, was ich gerne hätte? Ich hätte gerne eine Pump. Hat jemand von euch eine Pump dabei? Jawohl. Die tausche ich gegen den Granatwerfer. Bye, bye. Oh, es kommt jetzt wirklich zu einem optimalen Zeitpunkt. Überlegt mal, ein Easy Kill wird dann dadurch einfach fast zum Tod. What the fuck, dude? Timing. It's just timing all the time. Wie bei Counter-Strike. Jedes Mal. Man ist kurz vom Ace und dann kommt, keine Ahnung, jemand von hinten. Ich weiß schon, wie es ist. Man aimt 8 Jahre eine Corner ab und es kommt keiner. Dann guckt man sich um und dann kommt genau dort einer, wo man eben noch Fokus drauf hatte. Ja, super, ist nice. Fucking Tammy, dude. Wow. Macht mir gar nicht. Oh, doch, das macht mir was aus. Fuck, das macht mir was aus. Oh Gott. Shit. Ich dachte, ich darf da jetzt runtergleiten noch. Und hinter uns Explosionen und so. Oh. Wow, Lag. Wir haben es geschafft. Hier wieder diese komisch gerenderte Videoschnipselei. Sieht echt nicht so gut aus. Die ist richtig körnig. Und verpixelt. Die haben sie wahrscheinlich zu oft gerendert. Die alte Gaune. So, meine Damen und Herren. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Ich muss los. Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben, aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht, oder? Unter die Erde. Ich bring ihn vor Gericht, so ein Wahnsinnigen. Der wird nicht viel helfen. Der wird wahrscheinlich im Knast dann die Leute alle aufstacheln. Das ist ein Befehl, Deputy. Ein weiteres Siegel wird geöffnet. Meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, sie sind mir genommen worden von einer Schlange im Garten. Ah. Uff.
Ich dachte, ich kenne Gottes Plan. Doch, ich lag falsch. Ich war blind. Aber nun sehe ich. Du nahmst meine Familie, mit ich deine bekomme. Also begrüße ich sie mit offenen Armen. So wie ich dich willkommen heiße. Wir erwarten dich dort, wo alles begann. Das habe ich dann gehofft, dass wir dann dort wieder fighten können. Also in diesem anfänglichen kleinen Gebiet, wo wir in die Kirche rein sind und ihn verhaften wollten. 4000! Der Sündenfresser freigeschaltet. Geil. Endlich eine fette Pump. Wir holen ihn jetzt gleich nach dem... Ja. So langsam nähern wir uns der Zielgeraden. Nimm deinen ganzen Mut zusammen und stell dich Joseph Seed ein für alle Mal. Er wartet bei seiner Kirche auf dich. Okay. Ins Auge gefasst, aber erst Pump kaufen. Oh. Und wenn du an dem Laden vorbeikommst, guck mal rein. Es gibt ein paar neue Spielzeuge für dich. Hier, du, hier. Okay, erstmal den ganzen Schotter verkaufen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Ja, 15.000. Jetzt haben wir echt dick Cash. Aber wir können hier keine Waffen kaufen. So drin machen. Will ich noch kurz machen, bevor wir die Folge beenden. Leute, ihr ist kein Feind. Beruhigt euch. Solange ihr nicht in meinem Weg rumlacht, passt mir das ganz gut. Also, Waffen. Schrotflinte. Warum sind die jetzt hier unten nicht aufgeführt? Ah, die ist bei Ultra-Special-Waffen, ne? Hier. Ist das die Specials? Sieht nicht so aus. Ist das nicht hier? Oder zählt die als Pist? Ist das so eine abgesägte? Ah, das ist eine abgesägte. Ah, im Besitz direkt. Nice. Oha, Leute, die geht 100 brutal ab. Guckt euch das Ding an. Boah. Shibri, Achtung. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Alter. Die beiden Klone. Okay, nicht ganz, aber lächerlich, ey. Jetzt muss ich ja echt außen rumgehen. Über diese verkackte Leiter. Deswegen ist der Henbane River wieder sicher. Jetzt? Kann ich jetzt? Ach. Ja, Henbane River, bla bla bla. River da! So. Achso, ja, Leute, genau. Also, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke, dann kommt auch schon genau das Ende von Joseph Seed. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!